Wenn Unterhaltung zu einer surrealen Reflexion deines Lebens wird, hast du Glück, wenn du darüber lachen kannst. Das Glück und ich waren uns fremd geworden. Vielleicht war es aber auch gar nicht lustig. Kann ich mich aufschließen lassen? Nee. Da muss aber jetzt mal bald was kommen. Huch. Ah. Ich will da raus. Oh ne, von hier komme ich. Was? Deine Geisterbahn ist eine lineare Folge von Schrecken. Entweder oder ist die einzige Auswahl. Man stellt den freien Willen in Frage. Werden Entscheidungen für uns getroffen, weil wir sind, wer wir sind? John Mirror. Ja, das bin ich. Hier spricht John Mirror. Willkommen auf der nächsten Ebene. Ah. There is no escape. Escape. Ich war hinter den Kulissen. Es wurde immer wärmer. Kommen wir denn lang? Was ist das denn? Ach, ich will es gar nicht wissen. Kaputt. Bei unserer ersten Begegnung starb Monas Zwillingsschwester. So muss sich umgekehrte Schizophrenie anfühlen. Das andere Ich verstummt unerwartet. Wir beide hatten geliebte Menschen verloren. Der Max ist immer so depressiv. Monas Tür war verschlossen. Ich hätte klopfen können, aber ich wollte mich noch vorher ein wenig umschauen, meiner Paranoia nachgehen. Ich gab vor, ich hätte dabei eine Wahl. Waffen und Sprengstoff in ihrem Arbeitszimmer ließen bezüglich ihrer Berufung keine Fragen offen. Wohin des Wegs, kleiner Bruder? Mein Lord Jack, Himmel nochmal! Warum lauert ihr hier in der Dunkelheit? Seid ihr... spioniert ihr mir nach? Da muss er beim Duschen. Mona, du bist einfach keine Sängerin. Sie haben die Taktik geändert. Wir müssen reden. Geben Sie mir bitte ein Handtuch. Jetzt, wo Sie da sind, können Sie auch aufpassen, während ich mich anziehe. Alles, was sie mir gesagt hatte, war, dass jemand uns tot sehen wollte. So wie sie sich verhielt, war ich der Einzige, der hier in Gefahr war. Sie müssen mir schon mehr geben als das. Der innere Kreis. Und weiter? Der Geheimbund verfolgt jeden, der von seiner Existenz weiß. Nun mal halblang, können Sie es beweisen? Ich habe einen Kontaktmann. Er will reden. Alfred Warden? Nein. Wie auch immer, ich kann sie zu ihm bringen. Kapitel 7, die Millionen-Dollar-Frage. Und da es rot ist, gehe ich mal davon aus, dass das jetzt hier irgendwie das Letzte wird. Das Finale. Von diesem ersten Teil. Sie sagte mir nicht die ganze Wahrheit. Gehen wir. Der Kreis geht zurück auf jahrhundertealte Freimaurerkulte. Korruption und Attentate reichen bis hinauf auf allerhöchste Ebene. Okay. Und ich dachte schon, Verschwörungstheorien seien außer Mode gekommen. Wir sind da. Und die auch. Ich bin der Einzige, der hier eine Kanone benutzt. Welche Etage? Sie sind hinter ihm her. Die Aufzüge funktionieren mit den Schlüsseln der Apartments und von diesem Pult aus. Sie haben die meisten auf den einzelnen Etagen blockiert. Die Wachen haben den Alarm ausgelöst, bevor sie starben. Dann müssen wir uns eben beeilen. Sollten wir nicht auf die Bullen warten? Hier. So können wir in Kontakt bleiben. Sie bedienen den Aufzug von hier aus? Ich gehe rauf. Ich gehe rauf. Sie sind der Chef. Ja,
Ja, ich bin der Chef. Ich habe die Gebäudepläne vor mir. Ich kann sie führen. Also ist sie unser Führer. Sie haben eine Kugel in den Kopf bekommen. Vielleicht ist sie ja noch da. Gut für die Konzentration. Um heil hier rauszukommen, musste ich ihr vertrauen. Gehen wir an die Arbeit. Cleaner voraus und links. Sie bewachen Corcorans Tür am Ende der Halle. Langsam nimmt sich Zeit, wie so ein Supermodel auf dem Laufsteg, bis sie direkt vor mir an der Bar steht und sagt, gehen wir zu dir oder zu mir? Und ich dann, total cool, sag zu ihr, zu dir, Baby. Yeah, stimmt. Nein! Ja, I'll bring you pain. Oder so ungefähr. Hallo. Max kann aber hochspringen. Die Tür ist verschlossen. Versuchen Sie die Tür ganz rechts, neben dem großen Gemälde. Über den Balkon gelangen Sie in Corcorans Wohnung. Welches große Gemälde? Vielleicht hier? Ganz rechts? Oh. Ach, das hier. Naja, das ist es ja gerade. Was man nicht sieht, ist, dass wir hier echt arbeiten. Sie reinigen auch die anderen Apartments. Corcoran sagt, es leben noch mehr Mitglieder des inneren Kreises hier. Wo ist der andere Kerl hin? Boah, der ist aber ziemlich weit geflogen. Ja. Ist das nicht die von gerade eben? Doch, das ist doch die von gerade eben. Naja. Erstmal F5. Schnell speichern. So. Gehen wir mal hier durch. Nee, komm. Nehmen wir unsere gute, alte, bewährte AK. Bin drin. Seh mich mal um. Ich find's gut, dass die Putzleute noch reden. Alles auseinandernehmen. Papiere, Fotos, alles muss mit. Es muss sauberer sein als jemals zuvor. Kaufmanns Befehle. Wenn und falls das CSI-Team auftaucht, muss es aussehen, als wäre hier drin ein schwarzes Loch materialisiert, das jeden Fingerabdruck, jedes Haar, jedes Stäubchen geschluckt hat. Wie jemand, der mit der Zeitmaschine zurückfährt und sagt... Jeder, der Widerstand leistet, wird erschossen. Gut, ihr leistet keinen Widerstand mehr. Oh, was für ein schönes Bild. Painkillers. Gut, ich glaube, ich habe hier alle Munition eingesammelt. Wir sind zu spät. Er ist tot. Verschwinden Sie von dort. Wir müssen abhauen. Noch mehr Cleaner in der Lobby. Kommen in Ihre Richtung. Ich war nicht bereit zu gehen. Jedenfalls nicht ohne ein einziges Beweisstück. Auf dem Foto posierte eine Gruppe Männer vor einem Anwesen. Corcoran war da, Senator Gate und Alfred Worden. Also war es die Wahrheit. Die Wetten waren gemacht. Der innere Kreis war mit von der Partie. Okay. Was hat der denn für Füße? Da ist noch jemand. Gib mir das! Und noch was da unten, ihr seht ja die ganze Zeit irgendwelche Skype-Leute, die spielen irgendwas. Ihr könnt nicht bei Skype adden. Steht unten in der Videobeschreibung, da steht Steam, einfach draufklicken. Ja. Painkillers noch reinschmeißen. Und dann gucken wir mal weiter. Hier ist nix. Da wollte ich hier und besaufen.
Ah, Küchenschrank. Da ist nichts drin. Geh auf. Auch nichts. Kühlschrank? Ist aber große. Ich will auch so einen Kühlschrank. Oh, ich finde die voll cool. Wer stellt denn da oben Teller drauf? Okay, hier geht nichts. Ah ja. Oh, ein schönes großes Bett. Ein Computer. Der sieht genauso aus wie der von vorhin. Keine Painkiller. Keine Painkiller. Mann, ich brauche Painkiller. Vielleicht hier im Bad. Nein, ich will das nicht aufdrehen. Ah, spülen. Ich muss schon spülen. Ah, erst verduschen. Ah, das ganze Blut erwaschen. Gut. Ah, ein Wäschetrockner oder eine Waschmaschine. Keine Ahnung. Ah, hier geht's lang. Ah, das Spiel war schön. Du hast Glück, solange du spielst, erschieße ich dich nicht. Wie haben die mich denn so schnell bemerkt? Oh. Ganz athletischer. Sie müssten auf den unteren Balkon springen können. Die Tür ist offen. Warum liegt denn dein auf dem Flügel, bitteschön? Mann, das ist aber. Okay, da oben? Ja, ja. Was ist schiefgegangen? Ich weiß es einfach. Wie ich gesagt habe, wir sind viel besser dran als die. Die waren bei der Überwachung, als es passierte. Überwachung macht dich fertig, total stumpf. Wenn du dann plötzlich bereit sein musst, bist du es nicht. Wow. Die Tür ist zu. Die ist auch zu. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Und zumindest sind sie jetzt verschlossen. Hua. Haben wir es einfach mal kaputt gemacht. Nehmen wir mal die. Oh ne, doch nicht. Kalaschnikow. Quick Save. Schönes, von da aus solltest du auf den Balkon springen können. Ah. Sehr schön. Boah, Leute, ich brauch Painkiller. Habt ihr keine dabei? Nee. Achtung! Ja, er hat jetzt echt. Er ist eine Granate gegen das Fenster geworfen. Was für ein Vollpfosten. In Deckung! Oh Mann, ich sterb gleich. Granate! Aha, Depp. Was jetzt? Noch mehr in der Lobby vor Ihnen. Oh, Gott sei Dank, Painkiller. Schrotflintenmunition ist voll, ja, weil ich die Schrotflinte relativ wenig benutze. Aber wir könnten trotzdem doch mal auf die Schrotflinte. Los, wir wechseln jetzt mal Schrotflinte. So. Hier sind keine Painkiller mehr. Hier ist ein Leichensack. Hier ist ein Bett, das nicht bezogen ist. Gehen wir mal durch die Tür, oder? Okay, gutes oh. Timing. Was wollte der denn? Ah, Wall Street Yuppies. Wo waren der drauf? Da! Ah! Oh Mann. Nein, nein. Nein, verdammt. Ja, ja, komm. Ach nee, nicht von hier. Ja, okay. Nicht mal das Ding. Nein! Sehr schön.